Hallo, ihr Techies da draußen und herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute möchte ich zwei Arten von Kopfhörern vergleichen, die von derselben Firma kommen, nämlich Microsoft. Wir haben einmal auf der einen Seite die Surface Headphones und dann natürlich die Surface Earbuds. Beide sind erst in diesem Jahr vor ein paar Wochen rausgekommen. Und ja, klar, man kann die beiden Geräte eigentlich nicht so richtig miteinander vergleichen, aber trotzdem fand ich es ganz interessant, diese Entwicklung mal zu sehen, weil Microsoft ja bei den Surface Headphones gestartet hat, nämlich bei der ersten Generation. Kurz danach kamen dann die Surface Earbuds und auch die zweite Generation von den Headphones. Und allein was die Integration dieser Touch-Gesten beispielsweise angeht und auch wie die Umsetzung gestaltet ist zwischen diesen, ja, ich nenne es mal diesen Rädern hier an den Headphones und wie das eben bei diesen Earbuds gelöst ist. Das fand ich sehr interessant. Wie immer starten wir aber mal mit dem Design. Klar, der offensichtlichste Unterschied der Surface Earbuds und der Headphones 2 liegt in ihrem Formfaktor. Während Microsofts mittlerweile zweites Paar Over-Ear-Kopfhörer vor allem mit einem soliden Klangbild und aktiver Geräuschunterdrückung daherkommt, punkten die kleinen Earbuds mit Kompaktheit. Schauen wir uns zunächst die Surface Headphones 2 an. Bügel und Ohrmuschel sind hier wunderbar gepolstert und passen sich toll an den Kopf an. Durch den Knick im Bügel wirken die Kopfhörer nicht so protzig und mir gefallen sie optisch mega gut. Jede Ohrmuschel verfügt über ein großes Touchpanel, das nochmal durch ein kaum auffälliges Drehrad umrandet ist. Per Tippgesten steuert man so die Musik und weitere Funktionen. Tippt man einmal, bedeutet das Play oder Pause, durch zweimaliges Tippen gelangt man zum nächsten Lied und mit drei Tippern springt man zurück. Mit ganz ähnlichen Kombinationen tätigt man Anrufe und aktiviert den Sprachassistenten. Mit den Drehrädern kann die aktive Geräuschunterdrückung sowie die Lautstärke dann eingestellt werden. Apropos aktive Geräuschunterdrückung, die unterstützen die Surface Earbuds leider nicht. Bei den Headphones klappt das aber ziemlich gut, obwohl sie nicht mit den Kopfhörern von Bose oder Sony mithalten können. Beide Geräte unterstützen aber auch den aptX-Codec, der für eine fast verlustfreie Übertragung von Audiodaten und für eine hochwertige Klangqualität sorgt. Was beide Geräte nicht können, ist die automatische Play- und Pause-Funktion, wenn man sie abnimmt. Die Surface Earbuds unterstützen dieses Feature leider nicht. Und jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin bei den Surface Earbuds. Die Ohrhörer haben bei mir vor allen Dingen durch ihren nicht typischen In-Ear-Aufsatz gepunktet. Ich mag das saugende Gefühl im Ohr gar nicht und umso mehr freut es mich, dass die Earbuds weiter vorne im Ohrkanal sitzen. Die Aufsätze lassen sich hier übrigens je nach Ohrgröße auch tauschen. Die großen weißen Flächen sehen nicht nur schick aus, sind vor allem touchsensitive Flächen. Tippt man doppelt auf sie, bedeutet das Play oder Pause. Ein Wischen nach vorn oder hinten wechselt durch die Songs und nach oben und unten reguliert die Lautstärke. Allerdings funktionieren diese Gesten nur auf dem linken oder rechten Ohrhörer, nicht auf beiden. Das ist bei den Surface Headphones auch anders. Hier kann man alle Gesten auf beiden Ohrhörern anwenden. Interessant finde ich, dass die Touchfläche der Earbuds zwar kleiner ist, Microsoft aber trotzdem Wischgesten implementiert hat. Aufgrund des Platzes hätte ich es sinniger gefunden, solche Wischgesten bei den Headphones zu benutzen. Allerdings macht es durchaus Sinn, beispielsweise die Lautstärke mit einem Wisch nach oben oder unten zu ändern, denn das Drehrad fällt bei den Earbuds ja weg. Persönlich finde ich, dass sich die Gestensteuerung auf den Headphones weitaus natürlicher anfühlt. Ihren besonderen Einsatz finden diese Gesten auch in der Anwendung im Office-Bereich, denn mit den Earbuds lassen sich zum Beispiel PowerPoint-Präsentationen steuern, so kann man dann durch die Folien wischen. Wenn euch ein ausführliches Review zu den Produkten interessiert, ich habe zu jeweils beiden Geräten ein Video gemacht, in dem ich auch auf die Klangqualität eingehe. Doch wo bekommt man jetzt mehr für sein Geld? Wenn ihr unbedingt eure Office-Anwendungen mit den Kopfhörern steuern wollt oder euch die Kompaktheit des Gerätes sehr wichtig ist, dann greift zu den Surface Earbuds. Persönlich würde ich die Surface Headphones 2 nehmen, da sie ANC unterstützen, die Gestensteuerung intuitiver abläuft und sie sich insgesamt besser handeln lassen. Jetzt habt ihr so einen kleinen Überblick über die beiden Kopfhörer bekommen und wir haben auch besprochen, für wen sie sich eignen. Natürlich ist das immer noch eine Geschmackssache. Die einen mögen eher diese Over-Ear-Kopfhörer, die anderen eher diese kleinen, portablen, leichten. Das muss dann jeder selber wissen, aber für dieses Video haben wir erstmal beleuchtet, wie Microsoft sich im Audiobereich entwickelt hat. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr dann nichts mehr von mir verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, passt auf euch auf und macht's gut.